Nada ha cambiado. Todo sigue igual. La lucha del pueblo, la guerra del poderoso contra el débil. Eines wird sich nie ändern. Der Kampf des Volkes. Der Krieg der Mächtigen gegen die Schwachen. Die Frage ist, ob Pablo Escobar nur in Erinnerung bleiben wird als Symbol für dieses Geschäft, von dem ebenso die korrupte Armee, schmarotzende Politiker und Sensationsjournalisten profitieren. Oder wird man erkennen, dass er ein großer politischer Anführer war, der energischste, kühnste der 80er Jahre. Kingpin Pablo Escobar was gunned down in Medellin, Colombia. Sources say. Interrumpimos nuestra programación. Un cable desde Medellín, Colombia. Se informa, cayó Pablo Escobar Gaviria. Más detalles en breve. Escobar. Aufstieg und Fall des King of Coke. Von Tom Nova. Regie Susanne Krings. Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Medellín. Don Pablo Escobar Gaviria. Unsere Regierungen haben sich immer gedemütigt, haben sich verbogen, sind gekrochen. Unfähig, ihren Völkern die Wahrheit zu sagen, haben sie unsere und die Zukunft unserer Kinder verpfändet. Lang lebe Fidel, der Einzige, der für uns die Stimme erhebt. Pablo Emilio Escobar Gaviria, geboren in El Tablazo, Provinz Antioquia, Kolumbien. Als Teenager wegen Autodiebstahls verurteilt, Details unbekannt. Die Akten sind verschwunden. Eine Verhaftung wegen Kokainbesitzes zusammen mit Cousin Gustavo Gaviria. Verfahren eingestellt. Die Zeugen wurden ermordet. Angeblich an der Entführung von Diego Echevarria beteiligt. Der Industrielle wurde erdrosselt, nachdem seine Familie $50.000 Lösegeld gezahlt hatte. Woher ich das Geld habe? Ich habe schon immer gern selbstständig gearbeitet und schon seit meiner Jugend zum Unterhalt der Familie beigetragen. Neben der Schule habe ich bei einem Fahrradverleih mitgearbeitet. Später habe ich mich dem An- und Verkauf von Autos gewidmet, dem Viehhandel und der Landerschließung. Schließlich wurde ich vermögend. 1974 ist Pablo Escobar 25 Jahre alt. Er lebt in Envigado, einer Kleinstadt bei Medellin. Era un tipo rebelde, siempre lo fue. Pablo rechazaba esa clase política, rechazaba esas oligarquías, una clase política insensible, una clase política capaz. Términos de Pablo, una clase política voraz. Edgar Jiménez, genannt El Chino, ein Jugendfreund von Pablo Escobar. Pablo war der ultimative Rebell. Er war gegen die Oligarchie, die Klasse der Gefühllosen und Gierigen. Pablo hat sich schon als Jugendlicher mit sozialen Fragen beschäftigt. Er hat sich in einer Bürgerbewegung engagiert und stand einem Beirat der Einwohner von Envigado vor. Ich habe nie den Rechten angehört. Sie stoßen mich ab. In meinen Adern fließt das Blut des Volkes. In El Antioqueño, donde estudiamos, allí estudiamos personas de más bien bajos recursos económicos. Die meisten an unserer Schule waren arm. Auch Pablo, ich ebenfalls. Er kämpfte so lange, bis wir dort ein Mittagessen bekamen. Es wurde uns von einem Restaurant gratis geliefert. El Antioqueño compró unas cocinas. Schon damals war zu erkennen, dass Pablo Führungskraft hatte. Eine Fahrt durchs Barrio Antioquia, vorbei an Wellblechhütten. Ab und an ein Haus aus Ziegelstein, zweistöckig, unverputzt. Bürgersteige gibt es nicht, Laternen auch nicht. An den Straßenecken lungern grell geschminkte Frauen in Miniröcken und hochhackigen Schuhen herum.
Aus den Bars, fensterlosen Kaschemmen klingen Tangos. Die ersten Drogenschmuggler kamen aus dem Barrio Antioquia, dem Rotlichtbezirk von Medellin, gleich hinter dem Flughafen Olaya Herrera. Erst schmuggelten sie Alkohol, dann Marihuana und schließlich Kokain. Zwei Türsteher bewachen den Eingang zu einer Bar. Drinnen ist es schummrig. An der Theke sitzt eine Frau, rundlich, das Haar streng nach hinten zum Zopf gebunden. Sie trägt ein sackförmiges Kleid und Stiefel aus Straußenleder. Zu ihren Füßen sitzt ein deutscher Schäferhund. Ruhig, Hitler. Sitz! Griselda Blanco, die Kokainkönigin. Sie war sehr berühmt. Sie beherrschte dieses Geschäft lange vor Pablo. Vor ihr steht ein Mann in Jeans und geblümtem Hemd. Klein, untersetzt, kaffeebraune Augen, wilde, schwarze Locken. Wie geht es Ihnen, Señora Blanco? Ich bin Pablo Escobar. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Man hört, dass Sie sich in unserem Geschäft einen Namen gemacht haben und dass Sie neue Ideen haben, wie sich der Transport unserer Ware verbessern lässt. Die Zukunft liegt in der Luft. Stellen Sie sich vor, unsere Ware nicht mehr auf dem Landweg, sondern in Flugzeugen zu verschicken. Mit unserer eigenen Flotte nach Mittelamerika. Dort kümmern sich lokale Helfer um den Weitertransport in die USA. In kleinen Mengen, um den Schaden gering zu halten, sollte mal einer auffliegen. Interessante Idee. Bitte besuchen Sie mich doch mal wieder. Ich möchte mehr darüber hören. Tenía talento, tenía astucia, tenía una inteligencia única, con ganas de conseguir plata. Er hatte Talent, er war gerissen, außergewöhnlich intelligent und er wollte reich werden. Um voranzukommen, bestach er Polizisten. Geld oder eine Kugel, das war die Alternative. Pablo konnte überzeugend sein, aber auch einschüchternd. Mitte der 70er Jahre brechen Kämpfe zwischen den führenden Drogenschmugglern aus. Griselda Blanco lässt ihren Mann und Geschäftspartner umbringen, den Vater ihres Sohnes Michael Corleone. Auch dessen Nachfolger wird erschossen. Ich bin ein Kind dieses Krieges. Er hat mich gelehrt, wie man es nicht macht. Die Bosse brachten sich gegenseitig um, aus geschäftlichen Gründen, wegen Frauengeschichten. Manchmal war es auch eine Frage der Ehre. Sie waren kleine Ganoven geblieben, die ihre Händel selbst austrugen. Sie kannten nur ein Gesetz, das der Pistolenkugel. Aber Geld ist viel mächtiger. Schau sie dir doch an, diese Echevarrias und wie die Oligarchen alle heißen. Ein Echevarria macht sich die Hände niemals schmutzig. Ich habe gelesen, dass die Tochter von Herrn Ronald Reagan den Konsum von Marihuana zugegeben hat. Der Schah von Persien soll in den Heroinhandel verwickelt gewesen sein. Die Familie Kennedy soll ihr Vermögen durch illegalen Schnapshandel während der Prohibition gemacht haben. Und in der oberen Gesellschaftsschicht in den USA und anderen Ländern ist Kokain ungemein populär. Pablo Escobars Bruder Roberto, genannt El Osito. In den 70er Jahren war El Osito ein bekannter Radprofi. Anfang der 80er ist er sportlicher Leiter und Inhaber eines Radrennstalls. Pablo war zurückhaltend und ruhig. Er fuhr nie aus der Haut, er fluchte nicht und er verzog nie sein Gesicht. Er war ganz anders, als die Welt glaubt. Er war kein Heiliger, das nicht, denn er hat Dinge getan, die er besser gelassen hat. Aus ökonomischen Gründen hat er sich aufs Drogengeschäft eingelassen. Es war sein Schicksal. Bald wird Kokain überall auf der Welt legal sein. Warum sollte es uns nicht ähnlich ergehen wie den Kennedys? Sie waren arme Einwanderer und illegale Schnapsbrenner, aber mit ihrem Geld stiegen sie in die bessere Gesellschaft auf. Bald werden wir Markenprodukte verkaufen. Kokain der Marke Escobar, weltweit vertrieben von den Hells Angels.
Ende der 70er Jahre kostet ein Kilo Kokain in Kolumbien 7.000 Dollar. In Miami wird es für 50.000 verkauft. In New York für 80.000. Mit Laktose auf die dreifache Menge gestreckt, bringt es bis zu einer Viertelmillion. Pablo tenía muchas rutas, todos los días inventaba una diferente. Pablo despachaba droga en los submarinos. Pablo entwickelte ständig neue Routen. Er verschickte das Kokain in Flugzeugen oder in U-Booten bis kurz vor Kuba. Von dort wurden die Pakete von Schnellbooten in die USA gebracht. Los paquetes y la lancha lo recogía, una lancha rápido y la introducía a Estados Unidos. Oder die Route über Mexiko. Manchmal schickte er 10 Flugzeuge los, jedes mit 10.000 Kilometer. In Mexiko hatte er Landebahnen und Leute für den Weitertransport. Ah, en México tenía la gente, tenía las pistas, tenía todo. Y los mexicanos le pasaban la droga a Estados Unidos. Auch die anderen Drogenbarone neben Escobar und seinem Cousin Gustavo Gaviria sind aus der Gegend um Medellin. Man nennt sie dort Los Mágicos, die Magier, weil sie aus dem Nichts riesige Vermögen gemacht haben. Recién empezó el negocio de la droga, que la gente pues no sabía que es Das war ein relativ neues Geschäft. Und wir waren selbst überrascht, wie viel Kohle man damit machen konnte. Die Leute in Medellin verkauften ihre Autos oder verpfändeten ihre Häuser, um in dieses Geschäft zu investieren. Und Pablo verpachtete ihnen seine Routen und versicherte ihre Fracht. Er garantierte, dass sie ankam. Medellin erlebte einen Aufschwung durch die Drogen. Ein Landgut in den Wäldern Antioquias. Hacienda Napoles steht über der Einfahrt. Sie wird von 6 Bodyguards mit Maschinenpistolen, Geländewagen und Motorrädern bewacht. Auf dem Torbogen thront ein Propellerflugzeug. Der Weg hinein führt durch ein Gewirr unbefestigter Wege. Nach 20 Minuten die nächste Sicherheitskontrolle. Weitere 20 Minuten später der dritte Checkpoint. Dahinter das Haupthaus. Weiß, verwittert, mit rotem Ziegeldach. Auf der Terrasse ist eine Bühne aufgebaut. Darauf spielt eine Salsa-Band. Musikorchesters, dos, tres orquestas, grandes tres orquestas, con los melódicos, sí, estuvo, los melódicos, cantantes, de todo. Er engagierte 2-3 Bands, auch berühmte wie die Melodicos aus Venezuela oder Sänger aus Spanien, manche für mehrere Monate, immer nur vom Besten. Im Mittelpunkt der Festgesellschaft ein Mann mit Schnäuzer, das schwarze Haar in Wellen nach rechts gescheitelt. Er trägt ein blau-weiß gestreiftes Polohemd, Blue Jeans und weiße Turnschuhe. An seinem linken Handgelenk glitzert eine diamantenbesetzte Rolex. Das Land für Napoles habe ich mit meinem Cousin gekauft. Parzelle für Parzelle. Mancher Eigentümer wollte nicht verkaufen. Nun ja, da mussten wir ihn halt überreden. Napoles tenía una capacidad para albergar simultáneamente 200, 300 personas. Napoles kann 200, 300 Leute auf einmal beherbergen. Außer im Haupthaus noch in etlichen Karten, die über das ganze Gelände verteilt sind. Damals lagen die Ländereien noch mitten im Urwald. Sie waren unerschlossen und die Anfahrt dauerte fast einen ganzen Tag. Heute führt eine asphaltierte Straße von Medellin hierher. Die Fahrt ist in 4-5 Stunden zu schaffen. Mit dem Flugzeug geht's schneller. Bei guter Sicht ist man in 50 Minuten hier. Einzigartig, diese Hacienda. Dabei ist das Haupthaus gar nicht mal so luxuriös. Aber Napoles besteht aus rund 3000 Hektar Land. 30, 40 künstlichen Seen und einem Freiluftgehege mit exotischen Tieren. Nur Pflanzenfressern allerdings. Giraffen, Elefanten, Flusspferde, Lamas, Gnus, Zebras, Antilopen. Und in der Garage, dort hinten, habe ich eine Kollektion seltener Autos. Unter anderem den Ford Deluxe, in den Bonnie und Clyde erschossen wurden. Und eine Stierkampfarena, Landebahn, ein richtiger Flughafen. Mit dem Flugzeug über der Einfahrt soll er seine erste Ladung Kokain geschmuggelt haben. Mit einem Vermögen von 2,7 Milliarden Dollar ist Escobar der siebtreichste Mann der Welt.
Er kontrolliert 80% des Kokainschmuggels in die USA. Pablos großer Fehler war, in die Politik zu gehen. Er wollte Präsident werden. Er wollte den Armen helfen, Schulen und Wohnungen bauen, alten Menschen eine Rente zahlen. Er wollte die Reichen nicht abschaffen, aber ihnen doch etwas wegnehmen. Und das war sein Verhängnis. Pero sí recortarle un poco. Esas eran las banderas de Pablo para llegar a ser presidente. Y yo creo que eso a él lo perjudicó mucho. Was machst du, wenn du beraubt wirst? An wen wendest du dich? Wenn dir jemand ins Auto fährt, erwartest du dann, dass die Verkehrspolizei dein Problem löst und deinen Angreifer zwingt, den Schaden zu bezahlen? Wenn du nicht bekommst, was man dir schuldet, glaubst du, dass irgendein Gericht in Kolumbien deinen Schuldner zwingt, seine Schuld zu begleichen? Wenn Polizisten oder Militärs dich angreifen und misshandeln, zu wem gehst du dann? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich irgendein Kolumbianer diese Frage gestellt hat, ohne darin eine nutzlose, nur theoretische Übung zu sehen. Die Hoffnung, dass es besser werde, haben wir angesichts der kriminellen Unfähigkeit der Polizei, der Gerichte und der Politiker doch schon vor Jahrzehnten verloren. Como es Pablo ante los auditorios pobres es un hombre de izquierda, casi que de extrema izquierda, lo mismo para los medios. Ante su propio gremio es un hombre de extrema derecha. Wie Pablo ist, wenn er zu den Armen spricht oder mit den Medien, ist er ein Linker, fast schon ein Linksextremer. Gegenüber den anderen Drogenbaronen aber präsentiert er sich extrem rechts. Virginia Vallejo, eine bekannte Fernsehmoderatorin. 1982 interviewt sie Pablo Escobar für ihr einstündiges Magazin Hoy por Hoy. Esa entrevista era la primera vez que él aparecía en cámara nacionalmente. In meiner Sendung hatte er seinen ersten Auftritt im landesweiten Fernsehen. In Medellin und Umgebung war er sehr bekannt, man sah ihn oft auf dem Bildschirm. Aber landesweit und dann noch interviewt von einem Fernsehstar wie mir, das war neu für ihn. Estaba por una estrella de televisión y yo en aquellos días era una estrella de televisión. Eso era algo que nunca le había ocurrido. Kurve um Kurve klettert der rote Geländewagen einen kahlen Hügel hinauf, auf dem sich meterhoch der Müll stapelt. Dazwischen Wellblechhütten, dicht an dicht. Der Mann am Steuer hat einen Schnäuzer und lockige Haare. Hemd und Hose sind weiß. Die Frau auf dem Beifahrersitz trägt ein maßgeschneidertes vanillefarbenes Kostüm und eine Perlenkette. Ihr schulterlanges brünettes Haar ist aufwendig frisiert. Den Gestank nimmt man schon Kilometer vorher wahr. Er verursacht Übelkeit. Millionen Tonnen Müll, die gleichzeitig verrotten. Gaswolken steigen auf. Ratten so groß wie Katzen. Mücken fliegen. Der Gestank ist das perfekte Parfum für den Tag des jüngsten Gerichts. Von weitem sah man hunderte brauner Figuren im Müll herumwühlen. Verdammte, die sich wie Tiere aufführen. Aber von nahem, als sie lächelten und Pablo umarmten, verwandelten sie sich in Engel. Das Lachen ist es doch, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet. Wir sprachen hauptsächlich über seine sozialen und kommunalen Projekte. Und ich interviewte ein paar arme Leute dort. Sie erzählten mir, was sie im Müll finden, wie sie sich freuen, wenn sie nach langem Graben etwas Nützliches finden und von der Vorfreude auf die Häuser, die Pablo ihnen bald y la ilusión con aquellas casas que Pablo les iba a regalar muy pronto. Pues mi familia no tuvo unos recursos económicos importantes y vivimos dificultades como las que vive la mayoría del pueblo colombiano, entonces no somos ajenos a esos problemas, los conocemos profundamente y los entendemos. Als junger Mensch hatte ich keine bedeutenden finanziellen Mittel. Ich bin mit denselben Problemen aufgewachsen wie die Mehrheit der Kolumbianer. Deshalb sind uns die Probleme hier nicht fremd. Wir kennen sie. Und wir verstehen sie von Grund auf. Das Ziel waren 10.000 Häuser. 500 standen schon. Und Pablo galt als Robin Hood Antioquias. Ein interessanter Vergleich. Wer die Geschichte von Robin Hood kennt,
der weiß, dass er immer für die einfachen Menschen gekämpft hat. Am Abend lud er mich zum Essen ein. Ich erzählte ihm, dass mein Mann mit einer Sängerin zusammenlebt, mir aber die Scheidung verweigerte. Pablo sagte, heute ist Montag, morgen ruft dich dein Anwalt an. Mittwoch sagst du mir, ob dein Mann in die Scheidung eingewilligt hat und Freitag treffen wir uns wieder hier zum Essen. Eine Woche später war ich geschieden. Pablo bezahlte die Schulden meiner Produktionsfirma. Er schickte mir tausende Orchideen und jede Woche einen Jet, damit ich zu ihm kommen konnte. Allein das Kerosin kostete in heutigem Geld $100.000. Wie hätte ich dieser Liebe widerstehen können? Am 1. März 1982 wählt Kolumbien ein neues Parlament. Pablo Escobar kandidiert für die linke Bewegung Nuevo Liberalismo als Ersatzmann des Abgeordneten von Envigado. Damit ist er Mitglied des Parlaments und genießt volle Immunität. Doch als Gerüchte über die Herkunft seines Reichtums nach Bogotá dringen, schließt ihn Parteichef Luis Carlos Galán aus der Partei aus. Escobar gründet eine eigene Partei, Civismo en Marcha, Bürgertugenden auf dem Vormarsch, und zieht für sie ins Parlament ein. La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos. Die Ideologie unserer neuen Bewegung beruht auf Bürgersinn, Nationalismus sowie sozialen, ökologischen und sportlichen Programmen. Am 16. August 1983 liefert sich Escobar eine Parlamentsdebatte mit Innenminister Rodrigo Lara Bonilla. Lara kämpft für ein Auslieferungsabkommen mit den USA. Die Kokainbarone sollen künftig dort vor Gericht gestellt werden. Escobar präsentiert den Scheck eines Drogenhändlers, angeblich eine Wahlkampfspende für Minister Lara. Der wiederum bezichtigt Escobar des Kokainschmuggels und zwingt ihn schließlich zum Rücktritt. Ein halbes Jahr später hebt die kolumbianische Polizei Tranquilandia aus, ein Drogenlabor des Medellin-Kartells, und beschlagnahmt 14 Tonnen Kokain. Am 30. April 1984 wird Innenminister Rodrigo Lara Bonilla auf offener Straße erschossen. Ich habe ihn nie gefragt, ob er den Minister hat umbringen lassen. Einmal habe ich ihm eine ähnliche Frage gestellt. Er antwortet, soll ich dir die Wahrheit sagen oder was du hören willst? Von da an habe ich nie wieder gefragt. So waren die Spielregeln. Terrorismus ist die Atombombe der Armen. Es reizt mich, sie zu zünden, auch wenn es gegen meine Prinzipien ist. Aber das Auslieferungsabkommen muss fallen. Es ist schändlich, weil es Kolumbien zum Vasallen der Gringos degradiert. Wir erklären der Regierung, der politischen und ökonomischen Oligarchie, den Journalisten, die uns angegriffen haben, den Richtern, die sich an die Regierung verkauft haben, den Ministern, die die Auslieferung betreiben, all denen, die uns verfolgen und attackieren, den totalen und absoluten Krieg. Den totalen und absoluten Krieg. Wir werden die Familien derer, die unsere Familien angegriffen haben, nicht verschonen. Wir werden brandschatzen und die Industrien, das Eigentum und die Häuser der Oligarchie zerstören. Für das Attentat auf Innenminister Lara werden zwei Auftragsmörder Escobars verurteilt. Präsident Belisario Betancourt unterschreibt das Auslieferungsabkommen mit den USA. Es muss nur noch vom obersten Gericht bestätigt werden. Die Bosse des Medellin-Kartells fliehen ins Panama des korrupten Militärherrschers Manuel Noriega, dann ins sandinistische Nicaragua. Am 6. November 1985 stürmt die Stadtguerilla M19 den Justizpalast in Bogotá. Als das Militär das Drama Stunden später blutig beendet, sind sämtliche Akten über den Kokainschmuggel vernichtet. Asesinado por cinco sicarios el juez Tulio Manuel Castro Gil. Asesinado por sicarios en moto el magistrado Hernando Vaquero Borda. Cayó bajo las balas de los sicarios el juez Gustavo Zuluaga en Medellín. Los jueces que investigan los crímenes de los narcotraficantes son asesinados permanentemente. Ständig werden Richter ermordet, die gegen die Drogenhändler ermitteln. Um sich zu verteidigen, greift mancher zu ungewöhnlichen Mitteln. Ich trage zum ersten Mal in meinem Leben eine Waffe. Das ist der einzige Schutz, auf den wir uns verlassen können. Zu den Attentaten bekennt sich eine Gruppe mit dem Namen Los Extraditables, die Auslieferbaren. Lieber ein Grab in Kolumbien als eine Zelle in den USA, heißt es in ihrem ersten Kommuniqué. Sehr geehrter Herr Richter, wir, die Auslieferbaren, schreiben Ihnen, weil wir wissen, dass Sie das Auslieferungsabkommen zynischerweise als verfassungskonform bezeichnet haben. Wir werden nicht bitten oder betteln oder ersuchen, dass Sie Ihre Meinung ändern. Das haben wir nicht nötig. Sie hundsgemeiner Schuft. Wir fordern eine Entscheidung in unserem Sinne. Wir werden keine Ausflüchte akzeptieren. Weder, dass Sie erkranken
oder in Urlaub fahren, auch nicht, dass sie ihr Amt niederlegen. Nach 2 Jahren Straßenterror erklärt das oberste Gericht das Abkommen für verfassungswidrig. Die Bosse des Medellin-Kartells kehren nach Kolumbien zurück und halten sich auf ihren Ländereien versteckt. Sie führen einen Mehrfrontenkrieg gegen den Staat und gegen aufstrebende Konkurrenten aus dem südkolumbianischen Cali um die Vorherrschaft im Drogengeschäft. Ein kleines Haus in den grünen Hügeln von Medellin. Wohnzimmer, Küche, 2 Schlafzimmer, verspiegeltes Bad. Um das Haus patrouillieren Wachleute, Maschinenpistolen im Anschlag. Auf der Terrasse, im Schatten eines Baumes, sitzen ein Mann und eine Frau. Auf dem Holztisch vor ihnen ein Krug mit Saft und eine Kanne Kaffee. Ese día estoy vestida de una manera muy sencilla, porque quiero que él no me vea como diva ni de sexy. An diesem Tag trug ich ein einfaches Kleid und eine Bluse, nichts Aufreizendes. Er sollte mich nicht als Diva sehen. Am Tag davor kam Gilberto Rodriguez, einer der Bosse des Cali-Kartells, in mein Apartment in Bogotá. Ich solle Pablo ausrichten, dass sie ihn fertig machen werden, dass sich alle Mächte gegen ihn verbündet haben und dass er besser auf Frieden setzt und strategische Allianzen schließt. Das war die Botschaft von Gilberto Rodriguez. Die Dinge sind komplizierter, als du denkst, mein Schatz. Wer sagt mir denn, dass Cali wirklich Frieden will? Und warum soll ich Frieden mit ihnen schließen, wenn ich sie besiegen kann? Polizei und Geheimdienste stehen gegen uns, aber wir haben beste Kontakte zum Militär. Und die Politiker habe ich in der Tasche. Das ist nur eine Frage von Druck und Geld. Sie kennen keine Treue zu niemandem. Ich sage ihm, der nächste Präsident wird Luis Carlos Galán sein. Und als erste Amtshandlung wird er das Auslieferungsabkommen per Dekret wieder in Kraft setzen. Es ist besser, wenn du Verbündete suchst. Galán wird niemals Präsident dieses Landes. Vielleicht wird er gewählt. Aber sein Amt wird er niemals antreten. A las 2 de la tarde, él me lleva conduciendo hasta el hotel. Um 2 Uhr nachmittags fuhr er mich zurück zu meinem Hotel. Eine Stunde später sollten seine Leute mich abholen und zum Flughafen bringen. Wir sitzen vor dem Hoteleingang im Auto und ich weiß, dass es das letzte Mal ist, nicht nur, dass ich ihn sehe, sondern dass ich ihn lebend sehe. Diese schwarzen Augen, er sieht mich an. Er küsst mich auf die Stirn und dann verabschieden wir uns für immer. Am 18. August 1989 wird Luis Carlos Galán bei einer Wahlveranstaltung erschossen. Die Mörder entpuppen sich als Geheimpolizisten. 2 Leibwächter Galáns haben ihnen Zugang zur Bühne verschafft. Um César Gaviria Trujillo, Galáns Nachfolger, zu töten, platziert das Medellin-Kartell eine Bombe an Bord eines Flugzeugs. 107 Menschen sterben. Gaviria überlebt. Er hatte den Flug nicht angetreten. Der Rest seines Lebens war sehr spartanisch. Pablo lebte wie ein Guerillero, wie Che Guevara im bolivianischen Urwald. Nicht wie der siebtreichste Mann der Welt. Niemals werden wir die Verhaftungen, die juristischen Schritte und die antipatriotischen Auslieferungen akzeptieren. Wir sind bereit, Verrätern und gekauften Subjekten entgegenzutreten. Wir ersehnen Frieden. Und wir fragen den Präsidenten Kolumbiens, was ist wichtiger als Frieden? Wir fordern die herrschende Klasse zum Dialog auf. Wir wollen mit euch reden. Aber wir ergeben uns nicht. Fue un periodo muy difícil de la vida colombiana porque el poder de Escobar llegó muy lejos, la verdad. Era supremamente poderoso, tenía muchos recursos y él prácticamente mató toda persona que quiso matar, con muy pocas excepciones. Creo que yo soy una de las pocas. César Gaviria Trujillo. Am 7. August 1990 tritt er sein Amt als Präsident Kolumbiens an. Es war eine schwierige Zeit für Kolumbien. Escobars Macht reichte sehr weit und er war außergewöhnlich reich. Er tötete, wen er wollte. Ich bin einer der wenigen Ausnahmen. Und er tötete nicht nur seine politischen und kriminellen Gegner, sondern auch Leute, die sich für den Frieden einsetzten oder für die Auslieferung. Er tötete, um die Demokratie zu destabilisieren, um zu zeigen, dass Kolumbien ohne ihn unregelbar sei. 1990 ist Medellin mit über 6.500 Morden die gefährlichste Stadt der Welt.
Auf die Wohnung der Escobars im Edificio Monaco wird ein Sprengstoffanschlag verübt. Ebenso auf das Hauptquartier der Geheimpolizei im Zentrum Bogotas. Bomben explodieren in Einkaufszentren, auf öffentlichen Plätzen, in Zeitungsredaktionen. Spezialeinheiten spüren Escobars Cousin Gustavo Gaviria und einen anderen Boss des Medellin-Kartells auf. Beide werden erschossen, als sie sich der Festnahme widersetzen. Wir bekennen uns zu den Festnahmen mehrerer Mitglieder der nationalen Oligarchie. Wir wollen damit unseren Krieg finanzieren und den vom Schicksal vergessenen Klassen Wohnraum verschaffen. Im Gegenzug entführen die Auslieferbaren ein Dutzend Journalisten und Personen des öffentlichen Lebens. Eine Geisel wird als Reaktion auf den Tod von zwei Auftragsmördern Escobars hingerichtet. Eine andere stirbt bei einem misslungenen Befreiungsversuch. Nosotros tratamos de aplicar una política de sometimiento a la justicia, submitting to justice. Wir haben es schließlich mit einer Politik versucht, die wir Unterwerfung unter das Recht nannten. Es gab keine staatliche Ermittlungsbehörde. Erst mit der neuen Verfassung von 1991 haben wir eine geschaffen. Bis dahin war es der Justiz nicht gelungen, auch nur ein Verfahren gegen einen Mafioso zu eröffnen. Nicht einmal zu Anklagen war es gekommen. Deshalb die Politik der Unterwerfung. Wir wollten, dass sie sich stellen. Aplicar una política de sometimiento a la justicia, de conseguir que ellos entregaran. Am 19. Juni 1991 setzt Gaviria das Auslieferungsabkommen aus. Drei Stunden später stellt sich Escobar. Ein Dutzend Häuser auf einer Lichtung, schmucklos, eingezäunt. Der einzige Zugang wird von Soldaten bewacht. Drumherum Dschungel. Nur eine steile Schotterpiste führt herauf. Auf dem Platz vor dem Tor landet ein Hubschrauber. Vier Leibwächter steigen aus. Gefolgt von einem fülligen, schnauzbärtigen Mann in gestreiftem Hemd, schwarzer Hose und weißen Turnschuhen. Die Soldaten legen ihre Gewehre an. Nehmt die Waffen runter, verdammt nochmal! Deseo que haya un juicio. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Ich wünsche ein Gerichtsverfahren. Indem ich mich der Justiz stelle, erweise ich meinen Eltern die Ehre, meiner unersetzlichen Frau, meinem pazifistischen 14-jährigen Sohn, meiner kleinen 7-jährigen Tochter und meiner ganzen Familie, die ich sehr liebe. Dies ist ein historischer Moment. Die Guerilleros legen die Waffen nieder und tragen zur Befriedung des Vaterlandes bei. Niemand kann sich der Sehnsucht der überwiegenden Mehrheit des Volkes nach Frieden verweigern. Hubiéramos podido intentar el camino de simplemente. Wir hätten darauf bestehen können, dass sie sich bedingungslos der Justiz unterwerfen. Aber nach den vielen Toten und den vielen Terroranschlägen akzeptierte das Land, dass wir sie dazu brachten, sich zu stellen und ein Verbrechen zu gestehen. Escobar bekennt sich des illegalen Waffenbesitzes schuldig. Seine Strafe wird er in La Catedral absitzen, einem eigens von ihm gebauten Gefängnis in den Bergen oberhalb seiner Heimatstadt Envigado. Sein Vermögen, obwohl illegal erworben, bleibt unangetastet. Ich lese, dass die Times Gorbatschow als Mann der Epoche feiert. Aber die wahren Männer des Jahrhunderts sind Castro, Ortega und Noriega. Sie sind die einzigen, die es wagten, den USA offen zu trotzen. Auch Pablo Escobar muss zu diesen Männern gezählt werden. Man wird mich denunzieren, mit anonymen Briefen oder Anrufen. Und man wird Straftaten begehen und sich dabei arglistig meines Namens bedienen, um mir zu schaden. Die Annehmlichkeiten, die Escobar auf seinem Landgut La Catedral genießt, stehen in krassem Gegensatz zu der Versicherung der Regierung, er werde wie ein ganz normaler Gefangener behandelt. Fußballplatz, Fitnesscenter, Go-Kart-Bahn für seinen Sohn, ein Puppenhaus für seine Tochter. Alles auf Staatskosten. Drei Apartments liegen oben am Berg, umgeben von Bäumen. Von dort führen sie ihre Drogengeschäfte weiter. Niemand kontrolliert, wer ein- und ausgeht. Anwälte, Freunde, Prostituierte, Auftragsmörder oder Anführer von paramilitärischen Gruppen kommen, wann und wie sie wollen.
Auch die Fußballer von Deportivo und Independiente Medellín. Y luego en la catedral jugamos fútbol con equipos que iban allá a jugar partidos con nosotros, equipos profesionales. Y ahí había jugadores muy buenos como René y Guita. Wir hatten sogar Fußballspiele in la Catedral gegen richtige Profimannschaften mit großen Spielern wie Nationaltorwart René y Guita. Er stammte aus einem Viertel, dem Pablo einen Fußballplatz spendiert hatte und wurde zu einem Freund der Familie. Wir trugen immer das Nationaltrikot der Deutschen. Sie waren der amtierende Weltmeister. Die Spiele gingen über 4 Stunden, ohne Wechsel und ohne Pause. Nach 90 Minuten führten meist die anderen. Aber danach kriegten wir die Partien immer in den Griff. Es stimmt nicht, dass Pablo Escobar ein Milliardenvermögen hat. Durch den Krieg gegen den Staat ist er pleite. Deshalb hat er sich wieder auf Entführungen verlegt. In einem Streit um 20 Millionen Dollar hat er andere Bosse des Kartells, die Brüder Galeano und Moncada, in La Catedral umgebracht. Ese fue como a las 5 de la tarde, tal vez. Yo estaba en mi oficina y me llamaron tal vez como a las 5 de la tarde. Me dijeron que fuera a Palacio. Eduardo Mendoza, 32 Jahre alt. Im Kabinett von Präsident César Gaviria ist er Vizejustizminister. Es war so gegen 5 Uhr nachmittags. Ich war in meinem Büro, als sie mich anriefen. Ich sollte sofort in den Palast des Präsidenten kommen. Dort waren jede Menge Leute versammelt, viel mehr als gewöhnlich. Sie sagten mir, wir greifen La Catedral an, wir verlegen Escobar nach Bogotá. Ich sollte hinfahren, ihn herbringen und die Sache legalisieren oder formalisieren, wie sie es ausdrückten. Der Weg hinauf zu La Catedral führt durch dichten Wald. An jeder Gabelung eine Straßensperre der Armee. Die Soldaten tragen Tarnanzüge, die Gesichter haben sie geschwärzt. Yo llegué y yo esperaba que me entregaran a Escobar. Y llegó el general Pardo y me dijo, ¿qué, Eduardo, cuáles son tus órdenes? Ich komme an in der Erwartung, dass man mir Escobar übergibt. Der Kommandant, ein General, fragt mich, wie meine Befehle lauten. Ich sage, dass ich Escobar verlegen soll. Er daraufhin, ich habe andere Befehle. Er solle das Gefängnis umstellen und dafür sorgen, dass niemand rein oder rauskommt. Das Gegenteil dessen, was man mir gesagt hatte. Dann gehen wir rein. Wir kommen zu einem Gang, der nur von einer Glühbirne beleuchtet ist. Am Ende des Ganges stehen Escobar und seine Leute. Ich fühle mich, als begegnete ich Darth Vader. Das ist also der Typ, der die ganze Welt terrorisiert. Guten Abend, Dr. Mendoza. Wie geht es Ihnen? Guten Abend. Wir sind hier, um Sie nach Bogotá zu verlegen. Lassen Sie uns das anständig über die Bühne bringen. Das kommt absolut nicht in Frage. Sonst werde ich an die USA ausgeliefert. Oder man wird mich töten. Glauben Sie wirklich, man würde mich schicken, wenn man Sie töten wollte? Es geht wirklich nur darum, Sie zu verlegen. Glaub ihm nicht, Patron, diesem Hurensohn. Sie werden uns alle töten! Darf ich Sie daran erinnern, dass ich ein Abkommen mit der Regierung habe? Warum wollen Sie mich verlegen? Porque mataron a unos tipos en Medellín. Weil sie ein paar Leute in Medellín umgebracht haben. Die Galeanos und Moncadas. Ich? Alles wird mir in die Schuhe geschoben. Das war eine Auseinandersetzung unter Verbrechern. Damit habe ich nichts zu tun. Mach sie alle, Patron! De verdad se crea sus mentiras. Er glaubt seine eigene Lüge. Escobar ist größenwahnsinnig und indem er alles glaubt, was er sagt, ist er natürlich immer im Recht. Ellos siempre tienen la razón. Sie haben mich hintergangen, Herr Vizeminister. Präsident Gaviria hat mich hintergangen. Dafür werden Sie büßen. Dafür wird das ganze Land büßen. Ich nehme Sie als Geisel. Und wenn das Militär angreift, sind Sie der Erste, der stirbt. Und dann geschieht das Unfassbare. Ich sage ihm, es hilft keinem, wenn Sie mich als Geisel nehmen. Oder glauben Sie, das Militär greift nicht an, nur weil ich hier drin bin? Vergessen Sie es. Das Militär wird angreifen und wir werden alle sterben. Ich blicke zu den Wachen, sie unterstehen dem Justizministerium und sie legen auf mich an. Escobars Leute umringen mich und öffnen ihre Jacken. Darunter haben sie Maschinengewehre, Gasmasken, Granaten. Ich leg dich um, du Scheißkerl! Ich wollte schon immer mal einen Minister platt machen!
Dann sagt Escobar, ich solle den Präsidenten anrufen. Doch ich komme nur zu seinem Privatsekretär durch. Dabei fuchtelt mir dieser Typ mit seinem Maschinengewehr im Gesicht herum. Nehmen Sie das Ding weg! So kann ich nicht telefonieren. Der Sekretär fragt, ob wir entführt worden seien. Ich bejahe und er legt auf. Das ist Standard bei Entführungen. Die Kommunikation abbrechen, bis Unterhändler benannt sind. Schließlich ruft Escobar seine Anwälte an. Escobar empezó a llamar gente en Medellín, empezó a llamar a sus abogados. Ja, gut, verstanden. Dann aktivieren wir also Plan B. Keine Geiselnahme. Genau. Herr Vizeminister, bitte betrachten Sie sich als unseren Gast. Und ihr seid mir dafür verantwortlich, dass dem Herrn Vizeminister kein Haar gekrümmt wird. Ich lege mich ein wenig hin. Später werden wir nochmal versuchen, mit dem Präsidenten zu sprechen. Damit begann seine Flucht und seine Verteidigung. Seine Anwälte hatten ihn zur Flucht geraten, weil er um sein Leben fürchtete. Aber er durfte mich nicht als Geisel nehmen, um keine weiteren Strafen zu riskieren, falls er sich nochmals stellen sollte. Der Staat hatte ja nichts gegen ihn in der Hand. Es gab kaum Beweise. Er hatte alle Leute umgebracht, die gegen ihn hätten aussagen können. Wir sperrten den Minister in eine Zelle, schalteten die Lichter aus und gegen 1 Uhr nachts flohen wir. Wir gingen einfach raus, ganz normal. Wir haben uns auch nicht als Frauen verkleidet, wie manche behaupten. Sich ergeben? Ich bin längst zu einem Politikum geworden und es scheint, als könnte ich für die Wiederwahl des Präsidenten der USA von Belang sein. Mir bleibt nichts anderes übrig, als in den Untergrund zu gehen und den bewaffneten Kampf aufzunehmen. Ich werde eine Guerillatruppe namens Antioquia Rebelde gründen. Unser Ziel ist die Unabhängigkeit Antioquias. In Bicicletas, Motos, Taxis, Particulares. Wir bewegten uns per Fahrrad und Moped, in Taxis und eigenen Autos. Und wir hatten Häuser in Medellín. In jedem Haus stiegen immer nur 2 von uns ab. Die Eigentümer kannten sich nicht untereinander und wir wechselten die Häuser ständig. Mit der Familie schrieben wir uns Briefe. Wir sahen zu, dass die Briefe durch 3-4 Hände gingen, bevor sie zugestellt wurden. Wenn einer von uns Post holen ging, warteten die anderen exakt 30 Minuten auf seine Rückkehr. Schaffte er das nicht, sollten wir das Haus wechseln. Aber so weit ist es nie gekommen. Dezember 1992. 6 Monate ist Pablo Escobar auf der Flucht. Für sachdienliche Hinweise bietet die Regierung eine Belohnung von 5 Millionen Dollar. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 Millionen de pesos. Me ofrecieron 6 Millionen de Dollars. Monto que ni siquiera para mí era de considerarlo, porque no era, no cabía ni mi cabeza. Y cuando me vinieron a ofrecer eso, para mí era como noticia de que estaba debilitado, pues era una señal de derrota. Hugo Martínez, der Leiter einer Spezialeinheit der kolumbianischen Polizei zur Bekämpfung der Drogenmafia. Hubo un, digamos, una especie de organigrama que armé yo, y a medida que fuimos... Und boten mir 6 Millionen Dollar, damit ich die Verfolgung aufgebe. Ich habe nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, sondern das als Zeichen ihrer Schwäche gesehen. Als wir 1989 anfingen, hatten wir ein Organigramm des Kartells erstellt. Wer sind die Bosse? Wer gibt die Befehle? Erst dadurch erkannten wir, dass Escobar über allen stand. Seine Macht beruhte darauf, dass er sich in seinem innersten Zirkel mit Verbrechern der untersten Stufe umgab, mit Auftragsmördern aus den Slums. Er war ihr Führer. Ihnen und Ihren Familien galt seine absolute Loyalität. Er beschützte sie mehr noch als seine eigene Familie. Und sie zahlten es ihm mit totaler Gefolgschaft zurück. Silvester 1992. 2 Häuser von Escobars Mutter werden bombardiert. Auf ein weiteres Haus, in dem sich seine Frau und seine Kinder aufhalten, wird eine Rakete abgefeuert. Das Lager, in dem seine Oldtimer stehen, geht in Flammen auf. Zu den Anschlägen bekennt sich eine Gruppe namens Los Pepes, die von Pablo Escobar verfolgt. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes, ellos son socios del cartel de Medellín. Los Pepes, das waren Leute aus dem Medellín-Kartell. Familien von Escobars Opfern, wie die Italianos und Moncadas und andere, die seine Fäden leid waren, die es vor allem leid waren, dass Escobar ihnen eine Drogensteuer abpresste, um seinen Krieg zu finanzieren. Sie schlossen einen Pakt mit dem Cali-Kartell. Cali versprach ihnen Schutz und verlangte als Gegenleistung,
dass sie uns mit Informationen über Escobar versorgten. Die Zeit verging. Sie sahen, dass ich nichts tat. Und dann sitzen sie in meinem Büro. Man muss eine Infrastruktur zerstören, man muss ihn töten. Ich sage, das geht nicht. Wir sind eine Behörde. Wir vertreten das Recht. Daraufhin haben sie angefangen, auf eigene Rechnung zu arbeiten. Das ist nicht unsere Form der Arbeit. Wir sind eine Institution. Wir sind in dieser Teil der Gesetz. Y como no se les hizo caso, ellos comienzan a por su cuenta. Am 19. März 1993 wird Escobars Militärchef erschossen. Kurz darauf vier seiner Anwälte. Sein Schwager wird entführt und hingerichtet. Escobar setzt Kopfgelder auf Polizisten aus. Wahllos werden Beamte ermordet. Hugo Martinez lässt die Mobilfunknetze in Medellin sperren. Wer drahtlos telefonieren will, ist auf leicht zu ordnende Walkie-Talkies angewiesen. Escobar estaba en una posición de desespero. Porque los Pepe le estaban atacando su familia. Escobar war verzweifelt, weil Los Pepes seine Familie attackieren. Er versucht, sie in Sicherheit zu bringen. Erst nach Chile, was misslingt, dann in die USA. Wir informieren die Botschaft, dass sie Visa haben und die Visa werden widerrufen. Sie fliehen nach Deutschland und dort werden sie sofort zurückgeschickt. Escobar ist kaltblütig, aber wenn es um seine Familie geht, dreht er durch. Deshalb wollten wir nicht, dass er diese Sorge los ist. Schließlich bittet die Zeitschrift Semana um ein Interview. Die Fragen werden an Escobars Sohn geschickt. Der soll sie dem Vater vorlegen. Para un medio, creo que era para Semana, para una revista, donde están hablando de eso. Ein Haus in einer Villengegend. Zweigeschossig mit schwarzem Ziegeldach. Ein Fenster im ersten Stock steht offen. Drinnen zwei Stühle, ein Tisch. Darauf ein halbvoller Teller mit Nudeln. Ein dicker Mann geht telefonierend im Zimmer auf und ab. Er trägt ein blaues Polohemd, hochgekrempelte Blue Jeans und Flipflops. Vollbart und Haare sind grau und zottelig. Juan Pablo, dieses Interview ist wichtig. Es ist eine Art Werbung für unsere Sache. Eine Chance der Öffentlichkeit, die Gründe für all das zu erklären. Wir waren oft nah dran, aber wann immer wir dort ankamen, wo wir ihn geortet hatten, war er schon weg. Jemand muss ihn gewarnt haben. Er hatte Spitze bei der Polizei. Einige konnten wir enttarnen. Sag ihm, dein Vater kann sich erst stellen, wenn er Garantien für seine Sicherheit hat und wenn seine Familie im Ausland ist. An diesem Tag hat er drei Telefonate geführt. Um 10 Uhr vormittags, gegen 1 und gegen 2. Er war in Bewegung, in einem Taxi. Auch die anderen Personen forderte er immer auf, nicht an einem Ort zu bleiben. Oder er sagte, auflegen, ich rufe gleich wieder an. Kein Telefonat durfte länger als 3 Minuten dauern. Gegen 2:30 kommt eine Meldung rein. Wir haben ihn geortet. Ich schicke eine Spezialeinheit hin. Mein Sohn Hugo soll den Ort sichern. Warum Deutschland und Chile euch die Einreise verweigert haben? Weil sie die wirkliche Wahrheit nicht kennen. Weil sie nicht wissen, dass unsere Familie verfolgt wird. Hugo meldet sich. Ich sehe ihn. Ich spüre eine Beklemmung. Hugo ist ein Meisterschütze, aber er ist nur mit einem Techniker dort. El Salvador will euch aufnehmen? Das ist schon ein bisschen abgelegen. Sag Folgendes. Wir wissen, dass der Präsident El Salvadors ein Mann des Friedens ist. Wir sind ihm sehr dankbar. Die Spezialeinheit kommt, bricht die Tür auf und überrascht ihn. Zuerst versucht sein Leibwächter zu fliehen. Er schießt um sich und wird erschossen. Dann kommt Escobar. Er feuert. Tag, 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 Tag. Unsere Leute erwidern das Feuer und er fällt. Der erste Schuss trifft ihn in den Oberschenkel. Der zweite ist tödlich. Er tritt bei den Nieren ein und in der Schulter aus. Der dritte und letzte ist ein Kopfschuss. Pablo Escobar starb am 2. Dezember 1993, einen Tag nach seinem 44. Geburtstag. Bis heute wird über seinen Tod spekuliert. Der Kopfschuss stammte aus einer anderen Waffe als die anderen beiden Schüsse. Wurde Escobar exekutiert? Oder hat er Selbstmord begangen, wie seine Familie behauptet? Bei der Jagd auf Escobar mischten Spezialisten aus den USA mit. Unter anderem die Antiterroreinheit Delta Force. Waren sie an seinem Tod beteiligt? Wie eng war die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Los Pepes?
Und wer steckte hinter diesem von Pablo Escobar Verfolgten? Einer ihrer Gründer behauptet, hochrangige Persönlichkeiten hätten hinter den Kulissen die Fäden gezogen. Escobar. Aufstieg und Fall des King of Coke. Von Tom Noga. Mit Wolfram Koch, Isis Krüger, Andreas Grotger, Götz Schulte, Michael Wittenborn, Maya Bothe, Tatjana Klasing, Wolfgang Kondrus und vielen anderen. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Fabian Fleischer. Regie Susanne Krings. Nach Escobars Tod übernahm das Cali-Kartell den Drogenmarkt. Die Anführer wurden Mitte der 90er Jahre verhaftet, führten ihre Geschäfte aber aus dem Gefängnis weiter. 2006 wurden sie an die USA ausgeliefert. Seitdem kontrollieren mexikanische Banden den Markt. Obwohl die Behörden massiv gegen den Anbau der Coca-Pflanze vorgehen, stammen laut International Narcotics Control Strategy Report heute 90% des weltweit verkauften Kokains aus Kolumbien. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.